Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit einem etwas reißerischen Titel, wie du vielleicht schon gesehen hast. Ich möchte das von vornherein etwas beschwichtigen. Das ist das Thema, über das wir heute reden werden. Aber der Titel, das war mal ein Einzeiler, den ich in einem Buch gelesen habe und den ich sehr, ja, ich fand ihn sehr catchy, ich fand ihn sehr passend. Deswegen habe ich ihn hier einfach mal als Titel gewählt. Und zwar wollen wir heute, wie der Titel schon sagt, darüber reden, dass Frauen nicht die Unfreundlichkeit oder das Recht zu schlechtem Verhalten gepachtet haben und wie man als Mann damit umgehen soll. Und ich will mit einer kleinen Geschichte in die Sache einsteigen und wir besprechen das Thema eben deswegen, weil das so eine Problematik ist, mit der ganz viele Männer immer wieder zu kämpfen haben, ganz viele Männer, die auch aus der Nice-Guy-Syndrom-Ecke rauskommen. Wenn die Leute erfolgreich mit Frauen wären, dann wären sie auch in der Lage, ordentlich mit dieser Sache umzugehen, sind die meisten aber nicht, deswegen sprechen wir jetzt darüber. Ganz wichtiges Thema. Ich habe also vor ein paar Tagen mit einer Frau auf Tinder geschrieben und dann kamen wir zu dem Punkt, so, ja, wir können uns ja mal treffen, gucken, mal privat kennenlernen, so, weil über Tinder ist halt immer so ein bisschen boah. Und dann meinte ich, ja, passt dir der und der Tag? Und sie meinte, ja, das passt mir, können wir gerne machen. Und dann, dann kam von ihr so dieses, ja, aber wunder dich nicht, also sei jetzt nicht überrascht, wenn ich irgendwie absagen sollte. Und da war ich kurz irritiert und habe dann gefragt, hey, wieso solltest du absagen? Und sie so, ja, keine Ahnung, dies, das. Und dann habe ich zu ihr halt gesagt, hey, guck mal, wir können uns gerne treffen, das ist gar kein Problem, aber ich treffe mich halt nicht mit Leuten, die mir nicht fest zusagen können. So, also überleg dir gerne, ob du fest zusagen willst oder ob du halt nicht fest zusagen willst. Ich bin mit beiden in Ordnung, das ist gar nicht schlimm, aber so faule Deals mache ich halt nicht. Und man muss dann zu ihrer Verteidigung sagen, sie ist dann auch zurückgerudert, war so, hey, nein, so meinte ich es gar nicht, sollte gar nicht so rüberkommen, wir können uns gerne dann treffen. Aber es war mir einfach ein gutes Beispiel dafür, also diese Frau jetzt mal außen vor genommen, das Beispiel passt sehr gut, aber es waren nicht ihre Absichten in dieser Hinsicht. Das gibt es aber immer wieder, es gibt immer wieder Frauen, die ja einfach mega viel zu spät kommen, die sich irgendwelche Sachen erlauben, die einfach, ja, das gibt es in der Beziehung, das gibt es beim Anfang des Kennenlernens, das gibt es während der Datingphase, es gibt es immer wieder, gerade wenn die Frau merkt, hey, sie kann das mit dir machen, dann gibt es halt Frauen, die das immer mehr ausnutzen. Ganz wichtig, ich spreche hier nicht von alle Frauen machen das zu jedem Zeitpunkt, das ist eine absolut falsche Aussage und uns muss auch klar sein als Männer, dass auch Männer, also wir Männer natürlich das Recht zum unfreundlich sein, zu schlechten Verhalten nicht gepachtet haben, das ist natürlich ganz klar, nur wollen wir heute über die Frau im Speziellen sprechen. Denn das Problem ist, wenn du mit so einem Verhalten, ja, oder wenn du so ein Verhalten einfach nicht ansprichst, und das ist auch mein Rat an dich, wenn dir da wirklich was aufstößt, wenn du merkst, hey, das passt mir überhaupt nicht in den Kram, dann sprich es halt an. Nicht im Sinne von, boah, du blöde Bitch, ich hau dir jetzt eine rein oder so, absolut nicht. Du musst es nicht mit Aggressionen ansprechen, aber sei halt so, guck mal, hey, das hat mich hier gerade gestört oder das finde ich nicht gut oder da bin ich nicht in Ordnung mit. Ne? Und der Punkt ist, dieser Hass, so diese Aggression, die da manchmal hintersteckt, wenn Leute sich über was beschweren, der bildet sich halt gar nicht, wenn du gleich am Anfang kommunizierst, was dich gestört hat. Dann kannst du einfach ganz oder relativ, so jetzt war kurz die Karte voll, ich bin wieder da. Also dann kannst du kommunizieren, dass dich das stört und dann gibt es halt auch nicht die Aggression, die da manchmal ja aufkommen, wenn Leute die Dinge, die sie stören, unterdrücken und dann kommen die auf ganz eklige Art und Weise raus. Das ist halt nicht der Weg, den wir gehen wollen. Das ist auch, hat überhaupt nichts mit gesundem emotionalen Umgang, mit Problemen vor allem zu tun oder konstruktiven Umgang mit Problemen. Das ist leider eine sehr beschissene Verhaltensweise, die man vielleicht aber auch in manchen Fällen, manche müssen das erst lernen, aber sei darauf hingewiesen, bitte regel es nicht so. Also sprech einfach Dinge an, wenn sie dich stören, wenn sie dir nicht gefallen und das hat halt zweierlei Wirkungen und die allerwichtigste Wirkung ist erstmal, was bringt dir das? Ne? Also was macht das mit dir? Was macht das mit dir persönlich? Und das hilft dir ganz enorm bei deiner persönlichen Entfaltung. Das ist ein ganz wichtiges Tool oder eine ganz wichtige Sache, die du für dich machen solltest. Das ist enorm wichtig, weil du kommunizierst dir in dem Moment selbst damit, hey, guck mal, ich habe hier auch meine Standards, ich lasse mir nicht alles gefallen und du stehst für dich selber ein. Das könnte man sagen. Das tritt vielleicht oder rundet vielleicht sehr gut ab. Du stehst für dich selber ein. Und das ist so eine Sache, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, dann stehst du abends vor dem Spiegel und schaust dich an und schaust in dein Spiegelbild und denkst dir, ja, ich kann mich mit Stolz im Spiegel anschauen. Da gibt es ja so einen Spruch. Einfach, weil du in diesem Moment für dich selbst eingestanden bist. Und das ist ganz wichtig. Wir müssen für uns selbst einstehen. Wir müssen für uns selbst einstehen auf dem Weg zu einer gesunden, ich sage jetzt mal, Psyche. Ne? Und natürlich dann auch zu gesunden Beziehungen mit Frauen, aber auch anderen Menschen allgemein. Deswegen steh da für dich selbst ein, sprich das an, kommuniziere es. Und die andere Sache, die das macht, und das ist jetzt eigentlich erstmal eine Nebensache, aber es ist ein schöner Nebeneffekt, ist das natürlich auch die Frau, dass, also eine gesunde Frau findet das auch anziehend. Eine Frau, die auch emotional selbst bis zum gewissen Grad gesund ist, wird das auch sehr anziehend finden, wird das gut heißen und wird es vor allem sehr unattraktiv finden, wenn du das nicht machst. Ne? Also das ist auch irgendwo ein Zeichen von Schwäche, nichts gegen Schwäche, es ist einfach nur ein Zeichen davon. Und
hat halt nichts mit einer gesunden Emotionalität zu tun. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in jeglicher Beziehung. Deswegen auch eine sehr attraktive Sache, weil wir reden ja auch immer hier über Erfolg mit Frauen und was ist attraktiv und was ist nicht attraktiv. Es ist auf jeden Fall attraktiv, einen klaren Standpunkt zu beziehen. Was auf jeden Fall nicht sehr attraktiv ist, ist, wenn du ständig ausrastest und aggressiv wirst, das nicht. Aber wie gesagt, wenn du dich an das hältst, was ich eben gesagt habe, nämlich sprich die Dinge an, wenn sie da sind, ja, sprich sie dann an. Wenn du das machst, dann kann es eigentlich gar nicht zu dieser extremen Aggressivität kommen, weil du dann immer sofort den Unmut quasi auch ausdrückst. Und dann hat er halt nicht so eine starke Wucht. Na, du kennst es sicherlich aus, wenn du mal in einer Beziehung warst, aus Streitgesprächen in einer deiner ersten Beziehungen, wo halt wirklich gefühlt sich so ganz viele Sachen angesammelt haben und die clashen dann gegeneinander und irgendwie geht es gar nicht so richtig um den, also man weiß gar nicht so richtig, worum es geht. Es geht gefühlt um irgendwas ganz anderes und man redet über irgendwas total Unwichtiges, aber es ist irgendwo ein Grundkonflikt vorhanden, den man halt vorher nie so richtig angesprochen hat. Und ich habe das auch in meinen Beziehungen früher nicht richtig gemacht, weil wo lernt man das halt auch? Das ist so schade. Das ist eine Sache, die man in der Schule lernen sollte, nämlich Kommunikation, wie man richtig kommuniziert. Ganz, ganz wichtiges Thema. Lernt man leider nicht. Dafür lernt man dann, keine Ahnung, Kunst? Was natürlich auch, ich hätte nichts gegen Kunst, so, aber für den Alltag, für dein Leben hat das weniger Relevanz als Kommunikation. Das ist dein täglich Brot. Du kommunizierst, also die meisten von uns kommunizieren täglich mit Menschen, außer du bist Förster und kommunizierst mit Bäumen. Dann ist es natürlich was anderes. Aber ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall und lass den Frauen, ich sage jetzt Frauen, aber du kannst auch Menschen hier einsetzen, lass den Menschen das nicht durchgehen, sondern kommuniziere das, sprich das an, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch das, was so den Nice Guy, der immer sich nach der Meinung der anderen richtet, nach der Meinung der Frau und ihr alles recht machen will, das ist so, was den Nice Guy vom Nicht-Nice Guy unterscheidet. Ich sage hier spezifisch nicht, was den Nice Guy vom Arschloch unterscheidet, weil es ist nicht arschlochmäßig zu sagen, wenn einem was stört, das ist normal. Oder ich sag mal so, es sollte normal sein, optimalerweise, wenn Leute erwachsen werden. Ne? Dass das nicht jeder von vornherein kann und dass jeder üben muss, das alles gut. Ja, das ist ein Intervall. Ja? Du bist vielleicht hier und du musst ein bisschen üben und wirst dann immer besser. Und es kommt vielleicht nie der Punkt, wo du perfekt darin bist. Aber das solltest du dir auf jeden Fall merken. Im Umgang, vor allem jetzt, wir reden halt spezifisch darüber, im Umgang mit Frauen solltest du dir das merken, im Umgang mit allen Menschen solltest du dir das merken. Niemand und vor allem auch nicht Frauen haben irgendwie das Recht auf schlechtes Verhalten gebucht. Das ist nämlich so eine Sache, die uns manchmal, also in manchen gesellschaftlichen Normen wird das nämlich so rübertransportiert. Auch in Filmen zum Beispiel, so im Sinne von, ja, die Frau hat sowieso immer recht, die Frau hat sowieso die Hosen an und das ist auch richtig so. Das sind so ein paar, ja, ich nenne es mal so Floskeln, die manchmal durch den Raum schweben. Weniger in unserer Generation, mehr so in der älteren Generation. Das sind aber so Floskeln, die gibt es. Und mir ist schon klar, dass man sich davon beeinflussen lassen kann, wenn das immer wieder kommt, wenn das immer wieder angesprochen wird. Und von solchen Dingen musst du auf jeden Fall Abstand nehmen. Das ist halt das Gegenteil von gesunder Emotionalität, von Dingen ansprechen, von für sich einstehen, so dieses, ach ja, wenn die Frau ausrastet und irgendwas sagt und irgendwas anklagt, dann wird es schon richtig sein. Sie hat ja die Hosen, dann sie hat schon recht. Nichts gegen die Frau sagen, dann gibt es Ärger. Also solche Einstellungen, weißt du, wenn ich solche Leute vor mir habe, will ich denen in die Fresse schlagen. Also das klingt jetzt ganz hart, aber das reizt mich auf jeden Fall. Nein, steh da für dich selbst ein. Steh für dich selbst ein, kommuniziere klar, was möchtest du, was brauchst du, mit was kannst du halt gar nicht. Und ermutige auch dein Gegenüber, ermutige auch die Frau, das zu tun. Also hilf auch der Frau auf dem Weg zu gesunder Emotionalität. Und dann könnt ihr beide ganz, ganz happy und glücklich und was auch immer ihr noch vorhabt, zusammen Zeit verbringen. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden und ich hoffe, die Wichtigkeit der Sache ist auch klar geworden. Sollte sie eigentlich. Wenn nicht, schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon denkst, Fragen dazu etc. Ich schaue regelmäßig in die Kommentare rein. Schön, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder, das weißt du bereits. Hier oben abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht, auch die Glocke drücken. Hier kannst du dich für ein Coaching bewerben, das weißt du bereits. Und hier unten geht es zu weiteren Videos mit Tipps für deine Erfolg mit Frauen. Einfach mal draufklicken, wenn du bis hierhin geschaut hast. Weiter Tipps für dich und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.